Hallo, guten Tag. Mein Name ist Markus Klein und ich heiße Sie wieder recht herzlich willkommen hier zu meinem Video über Videotechnik. Heute möchten wir uns noch einmal den CLAP-Farbraum anschauen, und zwar wie dieser aussieht mit verschiedenen Geräten und auch in verschiedenen Anwendungen. Der Farbraum als Einzelner betrachtet, stellt die Gesamtheit der Farben dar, die das menschliche Auge erfassen kann. Hier sehen wir dann in dem schwarzen Dreieck, in dem schwarzen Gebilde, halt eben das, was eine Fotografie darstellen kann, und in dem blauen das, was halt eben einen RGB-Farbraum darstellt. Diese Darstellungen sind nur skizziert und angelehnt und sollen nur verdeutlichen, dass diese Bereiche unterschiedlich groß sind. Weil wenn wir uns jetzt einmal anschauen, wie das aussieht mit verschiedenen Herstellern, so sehen wir hier im gelben Dreieck den sRGB-Farbraum und im blauen den Adobe RGB Farbraum. Die anderen Dreiecke sind die Farbcharakteristikas verschiedener Hersteller. Das heißt also, wenn man Monitore vom Hersteller A benutzt, um eine Grafik zu erstellen, dann muss das nicht zwangsweise genau so aussehen, besonders wenn man kritische Farben verwendet. Wenn man dann noch hergeht und diese Information in verschiedene Standards packt, so wird zum Beispiel der Farbraum noch weiter reduziert. Das beste Beispiel ist hier, dass das violette Dreieck den White Gamut RGB Farbraum darstellt und das kleinste Dreieck hier den PAL bzw. Sekam-Farbraum. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass hier nicht alle Farben, die wir mit dem Auge sehen, auch dementsprechend naturgetreu wiedergegeben werden kann. Das war ein Überblick über den CLAP-Farbraum und wo hier ganz konkret die Unterschiede liegen. Und hier müssen wir auch bedenken, dass halt eben ein sehr starker Unterschied existiert zwischen dem Standard, der einen Farbraum transportiert, und das Endgerät, das einen Farbraum dann dementsprechend darstellt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.